Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch den 2000X Skeletor auspacken. Der ist ja sehr umstritten und nicht jedermanns Sache, aber ich muss sagen, ich finde ihn gar nicht mal schlecht. Ich habe eine Sache dabei, die ich richtig geil finde, und eine Sache dabei, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber was das ist, zeige ich euch gleich. Vorne das übliche 40 Jahre Masters Logo ist natürlich immer drauf im Moment. Klar, für unsere geliebten Masters 40 Jahre, das muss einfach sein. Ihr seht auch, der 2000X Masters of the Universe Aufkleber, der ist schief aufgeklebt, wie leider oft. Aber egal, es wird ja sowieso ausgepackt. Explodierenden Steine, Masters of the Universe, ich finde, unter allen Masters Logos finde ich das am geilsten. Das ist einfach Kult. Das könnte ich mir auch immer wieder angucken. Total geil. Unten natürlich der Mattel-Aufkleber oder Stempel, Entschuldigung. Ihr seht auch, die Karte ist ganz verdrückt hier und alles. Deshalb ist das nicht schlimm. Das Artwork, das erinnert mich auch direkt an die Serie, an die 2000X-Serie. Da war nämlich diese Szene drin. Deshalb kommt mir das so bekannt vor. Nur Teela, wer ist da noch? Teela, Beast, nee, Evelyn, Beastman und so weiter. Die standen nicht da. Ich glaube, die standen irgendwo auf dem Felsen oder so, wenn ich da richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht. Aber natürlich wieder mit dem Stern drauf, genau auf dem Artwork. Aber an sich finde ich das Artwork geil. Da kann man echt nichts sagen. Ja, die anderen der Wave 9 sind ja auch abgebildet. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon von 2000X He-Man ein Video abgedreht, aber es ist leider zu dunkel gewesen und da waren noch ein paar andere Sachen. Deshalb muss ich es leider nochmal machen. Deshalb mache ich jetzt erstmal mit dem Skeletor weiter. Ja, natürlich wieder Eurokarte, typisch, jede Menge Verbraucherhinweise. Klar, da muss er sein. Was wären wir ohne Verbraucherhinweise? Oh, gut, lassen wir uns nicht die Laune verderben davon, ist ja immer so. Mittlerweile bei dem Scheiß, der da abgeht mit Mattel und alles, kann man ja froh sein, wenn überhaupt noch fast alle Masters zu uns überhaupt durchdringen. Beziehungsweise generell nach Europa. Das ist ja im Moment ganz groß im Gespräch. So. Ich will natürlich auch hoffen, dass ich so viele Masters wie möglich hier auch noch bekomme und nicht alle teuer importieren muss. Ja, der Comic ist natürlich wieder das Übliche, wie bei der Wave 9. Ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht extra noch hier zu öffnen und so, das kennt ihr alle. Ich habe schönen Beipackzettel, den finde ich immer wieder geil finde. Wirklich, der gefällt mir. Da haben wir ihn. Evil Lord of Destruction. Brauche ich hier gar kein Messer? Doch, hier oben sind die Bänder. Moment. Das haben wir doch gleich. Ich muss mir unbedingt mal so eine kleine Schere extra dafür holen. Denn das ist nicht immer das Beste hier mit dem Messer. Dieses Schweizer Messer ist übrigens auch ein Stück Retro für mich. Das habe ich übrigens auch seit meiner, ich will nicht sagen Kindheit, das wäre übertrieben, aber seit meiner Jugend. Und die ist auch schon lange her. Oh Gott, ist die lange her. Ja. Wir werden ja leider alle immer älter. Gut, dann schauen wir uns den Burschen mal an. So, Kopfgelenk, ja. Leicht locker, aber nicht übertrieben locker. Arme sind schön fest. Die Beine sind auch fest. Ja, eigentlich ganz cool, die Figur. Ich zeige euch den erstmal und dann sage ich euch, was mich da stört und was mir richtig gut gefällt. Das ist die Vorderseite. Da ist die Rückseite. Die Schienbeinschoner sind auch irgendwie cool, ne? Ist mal was anderes. Was mir dabei nicht gefällt, ist ganz klar, gut, es soll die Kapuze von Skeletor darstellen. Ja, das sieht irgendwie aus, als hätte er eine Windel da hier drum um den Hals.
Das hätten sie mit dem Rest der Rüstung verbinden sollen. Dann hätte das geil ausgesehen. Aber so, guck mal genau hin. Das finde ich irgendwie befremdlich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und vor allem, da das hier so dick noch ist, nicht wie sonst so dünn gemacht, sondern richtig dick wie so ein fettes Tuch, das gefällt mir gar nicht. Das hätten sie wirklich weit bis nach unten machen müssen. Was mir allerdings sehr gut gefällt, und das hätte ich nicht gedacht, auf den Bildern sah es nicht so gut aus. Das Gesicht, ich finde das richtig geil. Ich mach mal so. Ich finde das Gesicht, komm nicht näher dran. Zeig es ja gleich noch in der Aufnahme. Ich finde das Gesicht richtig geil. Ich finde das richtig geil. Ja, und stehen tut er auch gut. Dann haben wir hier den typischen Stab. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Ich glaube, guck mal eben in die Vitrine hier. Ich glaube, die Farben sind, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein bisschen anders. Kommen wir mal zu dem Schwert. Das sieht interessant aus. Das ist in einem Violett, aber mit Glitzer drin. Das hat was. Es hat zwei Griffe. Also die Details, die finde ich ganz geil. Es hat zwei Griffe. Und an den Enden ist einmal eine Kugel. Und an dem anderen Ende ist eine Hand, die diese Kugel so umfasst. Das sieht schon richtig geil aus irgendwie. Totenkopf ist hier auch drauf. Die Widderhörner hier, wie von dem Widderstab. Also wenn man das jetzt genauer anguckt, das seht ihr jetzt sowieso nicht. Erkennt ihr jetzt mit Sicherheit eh nicht. Wenn man sich das Schwert mal genauer anguckt, das sieht richtig geil aus, finde ich. Im Gegensatz zu dem He-Man. Das finde ich schon echt genial. Der kann er, glaube ich, hier in zwei Schwerthälften aufteilen, meine ich, habe ich das gesehen im Cartoon. Ich habe den nicht so oft gesehen in 2000X Cartoon. Aber ich finde den schon sehr geil gemacht. Muss ich sagen. Das Schwert liegt auch sehr gut in der Hand. Wenn man mal so guckt. So, wo haben wir denn den Autofokus? Guckt euch das mal an. Ist natürlich, die Größe ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist ja 2000X typisch, sage ich einfach mal. Weil die haben ja alle so Riesenwaffen und dann noch Geschütze bei den normalen 2000X Figuren und alles. Von daher sage ich da nichts gegen. Die Figur sieht geil gemacht aus. Auch die verschiedenen Farbtöne hier beim Skeletor, dass seine hier eine Schulter, die, ich weiß nicht, soll ich Polster sagen? Ich glaube, sind ja keine Polster, Schoner oder was das ist, keine Ahnung, wie man die nennt. Auf jeden Fall sind die in Schwarz gehalten und der Rest der Rüstung ist in Violett gehalten. Das sieht gar nicht mal übel aus. Also ich finde den gut. Hätte ich nicht gedacht, weil anfangs war ich eigentlich nicht so der Freund davon, wie der aussah. Vor allem war das wieder mal die x-te Version von Skeletor. Aber ich muss sagen, der gefällt mir echt gut. Ja, und mit seinem typischen Widerstab natürlich, dann kriegen wir das gewohnte Bild wieder vor Augen. Kann man das Schwert hier reinmachen. Wenn ich die Rüstung jetzt nicht aus Versehen öffne damit. Das ist ja auch immer so ein Problem gewesen. Alles gut. Alles gut. Geil. Nee, also ich finde den gut. Aber ich schwafle euch jetzt nicht länger voll. Sehen wir uns die Figur mal im Detail an. Ja, Leute, gucken wir uns die Verpackung nochmal in Nahaufnahme an. Ich finde es immer schade, dass das Masters-Logo hier so schief aufgeklebt ist. Aber gut, es ist Gott sei Dank nicht bei jeder Verpackung. Bei dieser ist es und da eh hier überall Knicke drin sind, war es nicht schade drum. Hier haben wir natürlich wie immer das 40 Jahre Masters Logo. Das finde ich übrigens sehr geil, wie das auch angebracht ist. Guckt euch das mal an. Da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Das hat mich direkt geflasht, als das erste Mal rauskam. Ja, ansonsten sieht die Verpackung wie immer aus. Skeletor-Schriftzug ist jetzt nichts anderes als bei der normalen Skeletor-Karte, außer dieses 40 Jahre Masters-Logo und halt der 2000X-Aufkleber. Ja, auf der Rückseite das Artwork, das finde ich richtig cool gemacht. Sieht natürlich besser aus, wenn es unpunched ist, aber ich will ja nicht meckern. Nur der liebe Stern, da meckere ich schon seit ich die Origins sammle. Warum kommt der immer wieder auf das Artwork? Guckt euch Skeletor an.
Der macht den, der hat richtig vor, He-Man platt zu machen. Aber wir wissen, wie wir im 2000X-Cartoon gesehen haben, die Felsen krachen auf He-Man runter. Und was passiert? Skeletor denkt, He-Man ist tot und dann zack, bumm, kommt er da wieder raus und die Steine fliegen ihm um die Ohren. So kennen wir ihn. Sieht irgendwie aus wie ein Spargel, der Skeletor da. Und hier natürlich die Wave 9. Action-Feature hat der Skeletor ja nicht. Aber die Bilder sind auch immer nett anzusehen. Finde ich cool. Ich habe jetzt zu dem Mini-Comic jetzt nicht extra ein Video gemacht, weil das kennen wir ja, das ist bei jeder Figur der Wave 9, das habe ich ja auch schon vorgestellt. Der Stab ist der übliche, wie beim Skeletor so. Ich glaube aber, der Farbton, der ist ein wenig dunkler. Kann man jetzt aber schlecht erkennen hier drauf. Ich meine, der ist dunkler. Aber der kommt irgendwie nie aus der Mode. Ist halt typisch Skeletor. Dann haben wir hier dieses Schwert. Das finde ich vom Detailgrad finde ich das richtig cool. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wie schön das glitzert. Das ist echt schön gemacht. Hier mit den Hörnern hier vom Widerstab. Und hier war das, weil ich gesagt hatte, mit vor allem auf der einen Seite hier die Hand, die Kugel festhält. Die beiden Enden hier. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Detail. Hier der Totenkopf und alles. Das gefällt mir echt gut, das Schwert. Auch wenn es jetzt im 2000X-Design ist. Aber darum geht es ja bei dieser Figur. Das ist echt gut gemacht. Und hier kommt The Lord of Destruction. Guckt euch dieses Gesicht an. Wenn das nicht mal böse ist, dann weiß ich es auch nicht. Nur diese Unterbrechung hier von der Kapuze, das gefällt mir nicht so, und dass das hier so dick ist. Aber der Rest von der Figur finde ich 1A. Also ich finde, da kann man echt nicht meckern. Besonders wenn man 2000X-Fan ist. Ich freunde mich ja auch immer mehr mit den 2000X-Figuren an. Ich habe zwar nur den Stratos, glaube ich. Ja, den Stratos nur. Aber ansonsten richtig cool. Der Paint Job ist auch gut gemacht. Die Schoner finde ich auch irgendwie geil. Ist mal was anderes. Hier der Lendenschutz, der ist natürlich extrem lang hierbei. Hier ist das in Schwarz gehalten auf der Schulter und hier in dem dunklen Lilaton. Ja, das hat schon was. Evil Lord of Destruction. Ja Leute, das war's mir wieder mit meinem Video. Wie gefällt der Skeletor euch so? Holt ihr euch den vor allem, weil ich schon von vielen gehört habe, die wollen sich den gar nicht holen, weil denen der nicht so gefällt, aber ich muss sagen, ich finde den geil. Holt ihr euch den auch oder findet ihr den sogar gar nicht so gut? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.